Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3 Multiplayer. Ich werde heute versuchen, nur mit Bolt Action Gewehren zu spielen. Wahrscheinlich wird das überhaupt nicht gut gehen, aber probieren kann man es ja mal. Oh, ich habe schon gleich die falsche Sekundärwaffe mitgenommen. Wir werden aber früh genug sterben. Das kann ich mir jetzt schon denken. So. Kommst du um die Ecke? So. Jetzt schnell weg, bevor die alle auftauchen. Oh, da gehe ich besser nicht hin. Zu viele Gegner. Und das war schon der erste Tod. So, nein, verdammt, ich habe vergessen, die Waffe zu wechseln. Ey, weg da! Oh Mann! Okay. Geh doch. So. Bin der schnell weg. Hier, jemand schießt auf mich. Ich renne lieber davon, ne? Ich bin schon ganz... grau. Autsch! Mann! Ich habe mich gerade eben voll erschreckt, ey. Mein Herz hat einen Sprung gemacht, aber nicht wegen einem Kerl, sondern diesen Soldaten, der plötzlich aufgetaucht ist und mich über den Haufen geballert hat. So. Okay, wechseln wir mal die Waffe. Okay, man kann hier nicht mal in Ruhe spawnen. Aber das ist auch das Besondere bei Sieber Tower, ich mag das. Immer schön spannungsreich und nicht, dass man 3-4 Minuten lang läuft und man trifft einfach auf keinen einzigen Gegner. Wobei das hier natürlich auch passieren kann, aber halt nicht allzu oft. Verdammt. Ich lass mich lieber mal schnell heilen. So. Und jetzt weiter. Autsch. Immer diese PKP-Spiele. Mich regen Support-Spiele auf Sieber Tower immer extrem auf. So. Alle tot oder wie? Verdammt. Ich wette, unten hockt einer. Der quasi nur darauf wartet, dass ich runterrenne. Aber den Gefallen tue ich ihm nicht.
Okay, das war mein Fehler. Schlechter Spawn-Zeitpunkt. Aber ich habe schon immer ein Händchen für schlechte Zeitpunkte. Ich muss nur daran denken, damals, vor 2 Jahren, im Studentenheim, da habe ich mal vorübergehend gewohnt. Und da bin ich immer mal wieder in, naja, unangenehme und peinliche Situationen getappt. Oh, diese Gut, dass ich mich noch zurückhalten kann, um dieses schlimme Wort zu vermeiden. Hau ab, ey! Gott, wieso blockst du, du verdammte... Gott, jetzt ist mein Start total versaut. Oh Mann, diesen... Wenn ich dich in den Finger kriege, ich schwör's dir, ich werde dir den Gewehrkolben ins Gesicht schlagen und dich den Teufel zuwerfen. Wenigstens denken meine Leute daran, mich wiederzubeleben. War hier doch irgendwo. Was? Spiel zu Ende? Das war ja mal eine kurze Runde und ich bin überrascht, dass unser negativer Start nicht noch schlechter ist als ja. Vorausgesehen. So, neue Runde, neues Glück. Wobei Glück hier vielleicht... Oh, da hockt einer, der nicht aus unserem Team ist. Ich wette, der Typ hat uns auch gesehen. So. Puh, meine Güte. Ich würde sagen, ich habe verdammt viel Glück gehabt, dass der sich nicht direkt zu mir umgedreht hat. Und mich gleich über den Haufen geballert hat, denn ich bin ja total im Nachteil. So, meine Verbindung ist wieder ein bisschen geizig mit sich selbst. Das war mal wieder ein Lucky Shot. So. Gehen wir mal zu A. Ich will noch schnell die Punkte kriegen dafür.
Autsch, Autsch. Oh, danke, Mann. Hast mir das Leben gerettet. Okay, gut. Ich war mir eben noch gar nicht so sicher, dass der Typ Feind ist, aber ich schieße immer lieber erst, um später Fragen zu stellen. So, lieber schnell ins Haus. Anstatt so offen auf dem Feld rumzustehen. Autsch. Gott, ich vergesse hier immer zu atmen, ey. War doch eben so ein Kerl gewesen. Da war doch eben einer. Ich glaube, auf dem Dach sind welche. Oh, oder auch nicht. Oder doch? Oder sind die gerade eben alle gespawnt bei dem Typen? So. Kriegt mich nicht. So. Okay, das war voll blöd. Das war echt dämlich. Ich meine, ich hätte den eben einfach mit der Sekundärwaffe wegpratzen können, aber nein, ich musste ja zur nächsten Waffe wechseln. Oh, danke, wer auch immer der Retter war. So. Warum? Nur mit der Users. So. Ich glaube, ich soll ein bisschen vorsichtiger spielen, ne? Meine Statistik ist ja noch momentan recht gut. Friss Granaten! Ah, der ist so. Der. Oh, okay, ich habe jemanden erwischt. Boah, ey. Der Schuss war gut. Hä, wie konnte der mich eigentlich erwischen, wenn der da oben auf der Treppe war?
So. Nachladen und Spaß in die Fresse bekommen. Autsch, autsch! Verdammt, ich war doch schon im Tunnel, beziehungsweise um die Ecke. Die sind alle bei A. Erst Granaten. Und dann ganz mutig ins Getümmel stürmen. Was eine sehr schlechte Idee ist. Oh Gott, ich habe die ganze Zeit daneben geschossen. Also ich bin wirklich sehr erfreut, dass meine Verbindung sich bis jetzt sehr gut gehalten hat, denn gestern wollte ich spielen und dann war es abgestürzt. Da ging gar nichts mehr, ich hatte einen Ping von 2500. Sei noch ein bisschen brav und dann, wenn wir die Runde fertig haben, werde ich dich ganz doll belohnen. Ja, du kriegst, mein Router kriegt von mir ein Fistbro. Für die hervorragende Mitarbeit. Danke, danke. Ach ja, ich bedanke mich natürlich bei dir. Ganz artig, schließlich bin ich ein sehr gut erzogenes Kind aus gutem Hause. Hm, nett. Oh ne. Gerade lobe ich dich und du belohnst mich mit einem 200er Pin. Also wirklich. So dankst du mir für diesen Lob? Also Router, du musst dich noch ein bisschen steigern. Also wenn das so weitergeht, wird das nichts mehr mit positiven Pin, positiven Stat. Bin ich schon ganz durcheinander. Was ist das? Soll der Rasen mähen oder wie? Kann mich verdammt nochmal irgendjemand wiederbeleben, ey. Danke für die Zusammenarbeit. Ich allein gegen eine neue... eine Bande... Banditen. Ich glaube, ich soll einen Film davon drehen.
Vielleicht lasse ich mich auch von diesem neuen Harlem Shake Mania mitreißen. Nein, ich will dort den Typen noch eine reinschießen und das Spiel ist vorbei. Ich habe ihn in der letzten Hälfte. Naja, gut. Man soll ja nicht sich beklagen, wenn es recht gut verlaufen ist. Ja, ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und Daumen hoch oder abonnieren. Bis zum nächsten Mal.